liebe Pfeifenrauchergemeinde auf YouTube. Ich brauche euch ja über Murat Dürün und wirklich nichts mehr erzählen. Ich glaube, ich gelte hier schon fast als so eine Art Werbebotschafter für die Mutpfeifen. MUD. Das hindert mich aber nicht daran, gelegentlich meinen Blick schweifen zu lassen und bei besonderen Stücken einen gewissen Hang zum Besitz haben wollen zu entwickeln. Keine Angst, ich zeige euch nicht alle. Aber im Rahmen dieser Geschichten hatte ich mir diese schöne Kalawaschform mit dem Königsholzansatz erworben. Eine wirklich schön zu rauchende Pfeife, sehr leicht, schöner breiter Biss, perfekt. Nun begab es sich zu der Zeit, dass Murat, die etwas herbere Schwester, auf den Markt warf. Mit einer Beizung, die mich doch schon stark an jemanden erinnerte. Guckt sie euch an. Es ist wieder eine Kalawaschform. Ein wenig kürzer, aber nur ein kleines wenig. Ohne Holmapplikation, mit Filter. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, mit einer ganz ausgeprägten Kontrastbeizung, wie ich sie schon mal gesehen habe. Und zwar bei Paul Winslow. Das ist so eine Richtung, wie ich sie gerne habe. Und wenn man denn auch noch so eine schöne Maserung mit der Murat-typischen Qualität verbindet und sich denn auch noch den Wolf beizt und wieder abschleift und beizt, um so eine tolle Farbe hinzukriegen, die ich euch leider hier nicht zelebrieren und darstellen kann, dann will ich sowas haben. Das Füllvolumen ist mächtig. Also, das ist wirklich schon gut. Die Zugeigenschaften sind perfekt. Sie liegt auch wirklich gut im Mund. Man kann prima dabei plaudern, ist nur unhöflich. Wie immer, die Verbindung zum Holm ist schön satt, trotzdem leichtgängig. Der Übergang Holm-Mundstück kaum fühlbar mit dem berühmten MUD-Stempel. Und meine. Ich muss mal was einfallen lassen. Wenn das weiter so geht, brauche ich einen eigenen kleinen Pfeifenschrank nur für die Mutpfeifen. Ich glaube, es gibt Schlimmeres im Leben. Unser lieber Murat hat da exzellent gearbeitet. Kommt im Augenblick an, wegen der Aufträge und so kaum noch dazu, glaube ich, seine Fantasie einfach mal schweifen zu lassen. Also, er ist auf dem Wege, ein bekannter und verdammt guter Pfeifenmacher zu werden, der noch nicht mal das erste Jahr um hat. Wir werden da also noch vieles von ihm erleben. Wer noch keine hat, sollte langsam dran denken. Ich befürchte, die Preise werden aus vielen Gründen steigen müssen. Erstmal wird das Material nicht billiger und den Zeitaufwand, den allein so eine Beizung macht, den möchte ich gar nicht abschätzen. Lieber Murat, nochmal vielen, vielen lieben Dank. Sie raucht sich exzellent. Sie raucht sich sogar noch ein Stückchen besser als die. Ich weiß gar nicht warum. Form ist doch sehr ähnlich. Vielleicht, weil das Mundstück etwas anders geformt ist und eine andere Länge hat. Vielleicht hat die auch bloß einen anderen Tag. Ich weiß es nicht. In diesem Sinne, passt schön auf euch auf, bleibt mir ja gesund. Trotz Regen, Hagel, Unwettern jeder Art.
Und denkt daran, ich denke an euch, euer René.